drüben steht die Mercedes-Benz Arena, ehemals O2 World, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Links davon ist die East Side Gallery. Das Weiße, was man da drüben sieht, das ist alles ehemalige Originalmauer, East Side Gallery. Das längste noch erhaltene Stück wird mittlerweile als Kunstwerk benutzt. Das heißt, von Zeit zu Zeit werden da von der Straßenseite aus andere Kunstwerke aufgesprüht. Ja, alles ehemalige Mauer. Das heißt, drüben der Ostteil der Stadt, hier der Westteil. Jetzt auf der rechten Seite hinter den Bäumen. Da kann man sie schon leicht erkennen, ist die Oberbaumbrücke. Vielen bekannt aus dem Film Lola rennt, als Franka Potente da rübergelaufen ist. Hat auch im Film Unknown Identity war Schauplatz, als das Taxi von der Brücke gesprungen ist. Ja, und da war halt die Grenze oben in den Türmen, hatten sie früher zu DDR-Zeiten Schießscharten eingerichtet. Nicht nur die Brücke heißt so, sondern auch die Straße. Spree. Hinten kann man das Rote Rathaus erkennen, ganz klein. Daneben den Alexanderplatz. Wir sind auf der Oberbaumbrücke und drüben dieser Gang, das ist da, wo Franka Potente langgelaufen ist. Sieht man den Molecule Man, auch ein berühmter Fotospot.